Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Oh, hallo. Wir müssen ja noch weiter reparieren, aufwerten. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Nö, warum sollte ich? Okay, dann lass es. Du kannst ja auch mal nachdenken, was ich mir so gedacht habe. Nee, in deinen Kopf kann man nicht reingucken. Das ist wohl wahr. Ich habe mir nämlich überlegt, es ist ja eigentlich, also der Mixer war ja grundsätzlich eine geile Idee. Hat ja auch relativ gut funktioniert, aber jedes Mal sind ja die Dinger kaputt gegangen. Jetzt habe ich ja hier angefangen, dieses Gestell zu bauen, damit wir die reparieren können. Mhm. Das Problem ist ja, wenn ein Bam-Bam hochgeht, dann hast du ja hier gleich einen Haufen Schrott unten, ne? Ein Bam-Bam. Ist ja gleich alles weg. Nee. Jetzt war meine Idee... Erstmal baue ich die Treppe um, damit die das nicht immer kaputt prügeln. Mhm. Und wir bauen mehr Geschütz-Schrotflintentürme. Automatisierte Geschütztürme für die Schrotflinte. Mhm. Damit die möglichst schon weiter oben gedamaged sind. Also wenn die hochkommen, dass wir es nicht mehr so schwer haben, die platt zu kriegen. Ja. Und weil die Klingenfallen ja sowieso ständig kaputt gehen. Muss erstmal zum Händler. Und die Dinger hier, die Geschütztürme, die sind ja voll funktionsfähig heile, ne? Mhm. Ach so, naja, so gut wie. Ja, ich muss es trotzdem erstmal zum Händler. Der eine hat minimal Schaden abgekriegt. 13 Schaden. Was willst du bei dem Händler? Meine Quest abgeben. Ich könnte mitkommen und mir eine Quest holen. Dann warte ich. Vielleicht kriege ich ja dennoch was Geiles. Wusstest du eigentlich, dass unser Beton so geil verarbeitet ist? Der hat 5000 HP. Wo bleibt er denn? Ich habe dir übrigens eine Frage geschickt. Die habe ich nämlich nicht an. Schließe ich dir gleich den Kopf. Was? Ja, kleinen Moment. So, da sind wir doch auch schon Freunde, ne? Das war doch alles Spaß, Jasmin. Wir können doch drüber reden. Nein. Können wir nicht? Nein, nicht mehr. Aber was ist mit in guten wie in schlechten Zeiten? Das war mal. Hätte ich das gewusst, hätte ich dich nie geheiratet. Hä? Hab ich nur was verpumpt? Was? Wir haben mal geheiratet? Wann bist du soweit? Der muss ja das auch noch. Ich warte draußen auf dich. Hey, ich bin doch schon hier vorne, du. Bin schon hier hinten. Ich warte auf dich. Ach, du bist ja bei den Hütten. Warte, hast du Zeug zum Verkaufen mitgenommen? Nö. Ah, Jasmin. Denke ich immer nicht dran. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was mitgenommen. Du weißt nicht rein zufällig, wo mein Auto ist. Achso, doch, Nö. Ich hab's. Ich denke, du hast das eingepackt. Ja, ich bin nur blind. Nee, dann kann ich das ja wieder... Nimm deine Ökoschüssel von meiner Fahrbahn! Hä? Was? Hast du Benzin mit? Ah, das ist sehr geil. Gut, dass ich noch gefragt habe. Wären wir da noch nicht mal angekommen, ey. Oh, da hinten ist eine Box. Kompetenz im vollen Umfang. Da muss ich erstmal schnell hin. Ja, die ist nicht weit weg. Die ist gleich hier vorne. Bassbox. Ein Subwoofer. Wie habe ich das Gefühl, ich bin langsam? Ich habe keinen Durst, ich habe keinen Hunger. Ja, ist er. Hab's schon. Was ist da drin? Ein Rezept Blaubeerkuchen.
Na gut, das kann ich ja dann gleich verkaufen, ne? Kannst du es denn schon? Ja, ist schon offen. Und okay. Was ist das hier? Echt jetzt? Das ist ja gar nichts. Heidelbeersamen, Maissamen, Aloe Vera. Ja, das können wir verkaufen. Und drei Beete und Felder. Da war da eine Kiste. Oh. Ja. War jetzt nicht so dolle. Dann haben wir wohl ausgesorgt, wa? Soll ich dich mal abholen? Ja. Dieses präzise Fragen. Hä, wo bist du denn? Dieses Können, wo bist du denn überhaupt? Hä, bist du doof? Ey, ich gleich. Hier hinten! Hä, ich seh dich gar nicht. Hier! Andere Richtung, ne? Hä? Tust du gerade so blöd? Oh mein Gott, Banditen! Oh. Ja, du bist ja doof. Das gab der. Oh, und nochmal. Das gab der. Ja, ich. Oh mein Gott. Und nochmal, ey. Ja, du fährst wie im echten Leben, ey. Ja, ich fühle. Und schön durch die Löcher. Ich fühle mich als Frau. Ja, ich kann besser fahren als du manchmal, oder? Wer? Du? Ne, du rast ja immer wie eine Verrückte. Ich? Du fährst immer 100 km/h auf Landstraße. Da fahre ich sicherer. Ja, manchmal mit 80 fährst du. Aber auch nur, weil ich mir die Gegend angucken will. Ja, wie so ein Opa, ey. Ich müsste mir mal echt noch so einen Hut kaufen. Peinlich. Was? Das hat voll Stil. Geil wäre, wenn man so aus dem Auto noch schießen könnte. Oh, mein Sonnenbrand. Kannst du. Du musst nur vorher E drücken, um auf Waffe umzustellen. Echt? Hm? Nee. Hahaha. Hehehe, hat er mich verarscht, die Sau. Das war gut. Finger weg von meiner Hupe. Während der Fahrt nicht mit der Hupe des Fahrers spielen, bitte. Die Rache. Mach mal Radio an. Geht nicht. Mit E. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Schade eigentlich, da hätte ich mich aber richtig weggehauen. Blöd, Mann, ey. Komm, wir nehmen die Abkürzung. Abkürzungen sind nicht immer gleich Abkürzungen, ey. Na, ja, komm, das ist ein sicherer Weg hier. Oh. Wow. Das war fast gegen Baum. Ich hau ab, ey. Das ist mir zu gruselig. Ich auch. Hier ich fahr mir zu bescheuert. Ich bin so betrunken, ich darf nicht mal mehr Taxi fahren. Speaks many thanks. You've proved to be very resourceful. Here's your pay. Ah. Das können wir verscherbeln. Das. Jenes. Wie heißen die nochmal? Die Bücher. Bauplan, ne? Bergbauhelm Bauplan. Den brauchen wir nicht. Ne, nur Bergbauhelm. Den brauche ich auch nicht. So, Schrotzflintenteile, Sonnenbrille, Druckplatte. I have a dilemma and could use some assistance. God bless you and good luck. Du gerade da drinne? Oh. Ja. Jasmin, kannst du mir mal ein bisschen Geld pumpen? Nee. Die Kühlbox? Cool. Mach hinne. Ich muss mal gucken, was hier so alles gibt. Jetzt nichts, was ich auf Anhieb mitnehmen würde.
Warte, ich hole mir noch eine. Er hat keine Aufträge, Jasmin. Für mich schon. Thank you, Survivor. My family and I are in your debt. Verdammt. Diese Person ist beschäftigt. Mein Name ist Trader und ich kann hier nicht multitasking. Oh, Trader don't. Ja. Was ist denn da? Jasmin, kannst du mir mal bitte erklären, warum du den guten Mann mit der Knarre bedrohst? Weil es kann. Ist das ein Überfall? Mhm. Bin ich jetzt Mittäter? Ich guck nach dem Bullen. Nach dem Bullen? Naja, hier, den dicken Polizisten, die spucken. Nach den Cops. Ich stehe schmiere wie so ein Gangster. Das ist krimineller als damals, wo ich die Kekse von Oma geklaut habe. Oh. Oh mein Gott. Hilfe. Ach, Hilfe. Papa, so Hilfe. Ey, man kann von hier unseren Bunker sehen. Ja? Nice, hast du noch irgendwas zu verkaufen, ne, wa? Ja. Ich hab was gefunden. Er ist immer noch beschäftigt, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin noch nicht fertig. Vergiss immer, die anderen mitzunehmen, ey. Ich warte in einem Auto, ne? Mann. Was willst du denn noch machen? Nee, ich warte. Auf was denn? Auf dich. Warum? Ich denke, du willst was verkaufen. Ja. Ne? Aber du blockierst ja die ganze Zeit den guten Mann. Ja, ich muss auch mal gucken. Du hältst ja eine Knarre im Kopf. Ich bräuchte noch 100 Jetons, dann könnte ich einen Blaseball kaufen. Hier. Hinter dir. Gratitude and safe travels, friend. Psch. Sehr gut, weil dann geht das nämlich besser, schneller mit der Schmiede. Mir wurde der Blaseball gar nicht angezeigt, glaube ich. Ich muss jetzt hier 1,7 Kilometer weg. Ja, warte, ich will hier... Was bist du denn? Du bist noch drin. Ich krieg keine Aufgaben, Jasmin. Ich brauche einen anderen Händler. Ja, ich muss auch. Begib dich zum Händler. Zum anderen Händler muss ich jetzt. Du auch? Bei mir hat er nur gesagt, nee, da. Ich muss hier oben lang. 1,7 Kilometer zum anderen Händler. Ja, dann steig mal ein, das dauert eine Weile. Du weißt doch gar nicht, wo wir hin müssen. 1,7 Kilometer in die linke Richtung. Ja, genau, links. Rüber. Weißt du, welcher das ist oder was? Ich habe eine Vermutung. Bin ich sicher, wie wir da hinkommen. Warte mal. Ja, über die Hügel da. Das müsste... So, da. Okay, kleinen Moment, Jasmin. Wir düsen.
Das ist eine Kiste. Fährt einfach dran vorbei, oder was? Ach, du hast ja recht. Komm, wir nehmen den Müll auch mit. Oh, ein bisschen Holz. Dose und Mais. Steine. Können wir ja verkaufen, denn, ne? Was wir nicht brauchen. Ja. So, jetzt nehmen wir hier einmal den Fahrradweg, Jasmin. Das ist eigentlich ein Radweg. Das ist für gemütliche Wanderausflüge. Ja, wenn man nach Südost wandert. Bin ich in das Brandgebiet schon wieder. Das ist auch kein Brandgebiet, Jasmin. Das ist hier ein Luftkurort ist das. Hast du das hier? Wieso? Ist der das so gesund, die Luft hier? Frische Landluft, da ich immer. Frische Landluft. Die Richtung ist noch korrekt, ne? Ja. Ganz schön neblig hier, ne? Dann sind wir bald rechts. Ja, fahr doch. Genau jetzt, wo hier die Zombies sind, da steigt er aus. Du hast geschimpft wegen der Kiste. Hoppala! Ich hab einen Zettel hinterlassen. Ich hab mir geschimpft. Kilometer. 1,4? Oh, schon eine Ecke weg, ne? Boah. Bei den Hügeln sollte man nicht so viel Gas geben, da lupft man ein bisschen. Ist die Richtung richtig? Ja. Links? Nee, warte mal, jetzt. Ja, und jetzt rechts zeigt er mir 919 Meter an. Ich muss einmal kurz auf den Stadtplan gucken. Wir müssen rechts gleich. Wir rollen. Wir rollen. Ja, warte, wir drehen einmal und fahren dann links. Holla! Mir ist ein Baum vorgelaufen. Hast du gesehen? Wir halten uns jetzt hier links und fahren durch den Sturm. Oh, hier Blei. Ja, wolltest du es mitnehmen? Ja, gleich erstmal. Echt hier in der Gegend? Okay. Das ist ja auch ein schönes Haus. So, geradeaus oder links? Ja, weiß ich nicht. Links, glaube ich. Okay. Ich glaube, du wurdest gerufen. Jetzt zeigt er mir rechts an. Das war da 800 Meter. Ja, siehst du? Das war hier. 800. Ja. Das war noch geradeaus, glaube ich, oder? Nee, hier ist doch B. Nee. Hä? Nee, aber jetzt zeigt er das links hinten in der Hügel an. Hätten wir gerade ausgemusst, oder nicht? Also jetzt rechts, ja. Ja. Sieht schon besser aus. Mich fleucht das Gefühl, dass wir hier... Oh Gott. Straße ist versperrt. Meine Güte. Mich fleucht das Gefühl, dass wir einen kleinen, dezenten Umweg gefahren sind und zu Fuß schneller gewesen wären. Ja. Hundertprozentig, ey. Also sehen wir mal ein bisschen was von der Gegend hier, ja? Vom Urlaubsgebiet. 500 Meter noch. Hä? Also. Honig! Ja? Ja. Cool. Ein wunderschönes Glas Honig, Jahrgang 1970, dezent Schimmel drauf. Schmeckt aber immer noch lieblich. Ja, jetzt zeigt er mir links rüber. Aber ich glaube, müssten wir, ja,
Er sagt links, ja. Er zeigt mir jetzt links da im Gebüsch 400 Meter. Jetzt zeigt er mir es rechts. Ey, 100 pro wäre ich schon längst da, wenn ich den Weg gegangen wäre, ey. Echt jetzt? Niemals. Oh, was? Warte, ich park einmal kurz rückwärts. So, ich habe einen Keil unterm Reifen gelegt. Mhm. Und kann der Truck nicht wegrollen, wegen Gefälle. Wieder Hunger hier, ey, Durst, ey. Auch nicht genug Ausdauer. Jasmin, dein dezenter Hintern ist da leicht im Weg. Ich muss mal was trinken hier. Ich kann wohl nicht arbeiten. Nitrat, Nitrat, was bau ich dich jetzt ab? Ja, und Kohle wollte ich auch nochmal. Und hack. Während ich heimlich in die Hose kacke. Ich. Oh, Entschuldigung, ich fand mich gerade selber lustig. Wie immer. Spaß ist, wenn man trotzdem lacht, nicht? Das Lied. Mhm, mhm, mhm. Ein bisschen mehr Ausdauer wäre schon nice. Ich muss ja eh was trinken. Der macht auch nach. Habe ich jetzt aber spät gesehen. Aber ist ja auch praktisch. Was denn? Der Juckersaft-Smoothie macht ich sowohl. Ich habe einen Diamanten gefunden. Oh, nice, für den Händler. Der macht sowohl Ausdauerwiederherstellung 15%. Der ist halt für Trinken gut. Macht 55, glaube ich, oder so. Und Nahrung macht er auf jeden Fall auch. Mhm. Ein bisschen. Nicht viel, aber immerhin. Das wird schon gut gehen. Ich meine, was soll hier passieren, ne? Das ist ja gefestigte Erde über mir. Ist ja kein poröser Stein, ne? Ist aber ganz schön. Oh, Eisen. Wie kommen wir hier wieder hoch? Na, leichter ist es, wenn wir uns durch die Erde nach unten durchgraben. Dann fallen wir irgendwann unten raus. Aha. Wie viel Nitrat wolltest du erstmal mitnehmen? Ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe nur 1400. Ich habe 1700 fast. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Ja, ich mache noch einmal und dann können wir uns einen Ausgang graben. Ja, ja, ja. Oben läuft einer. Hörst du den? Ja, ich glaube, er kommt.
Das hört sich an wie der mit dem schwarzen T-Shirt. Oh nee. Ein Bauarbeiter. Jasmin, was machst du da? Der kann für uns buddeln. Wir versklaven die Sau. So, weiter. Oh, komm. Verdammt. Jasmin, du musst da schon ein bisschen wirtschaftlicher denken, ja? Das ist Apokalypse. Das heißt, wir können mit den Menschen machen, was wir wollen. Mhm. Was bist du denn? Hä? Ah, hier neben mir. Ihr habt die gerade gesucht. Nee, Jasmin, du wartest. Nein, nicht den! Oh, Kohle! Willst du noch weiter buddeln? Hier ist Kohle, wir brauchen noch Kohle. Ja. Ja, dann müssen wir weiter buddeln kurz. Aber du kannst ja trotzdem schon mal einen Ausgang machen. Ja, vorzugsweise so, dass uns nichts einstürzt, ne? Idyllisch, oder? Mhm. Oh, das sieht aus wie Kohle. Mhm. Kann ich nämlich Schießpulver machen. Schisspulver. Mhm. Schisspulver, Jasmin. Schisspulver. Und erneut. Ich hacke. Und Jasmin ist einfach wunderbar. Ich hacke. Ich hacke. Wolltest du was anderes sagen? Ist einfach wunderbar. Was? Nein, ich habe wunderbar gesagt. Wolltest du was anderes sagen? Himmlisch? Ich glaube nicht, dass das war. Entschuldigung, das war meine Allergie. Der Kohlestaub, weißt du? Naja, ich knüppel hier wie so ein Tier, weißt du? Und die Alte, die süppelt sich da einer an den nächsten rein, du. Hör mir auf, saufen, das kann sie. Während ich bis zum Umfallen arbeite. Du hast nicht genug Ausdauer. Und Kohle. Man nicht so alles sieht, wenn man da nicht geguckt hat, ne? Mhm. Da wollte ich sowieso einmal reingehen. Erhöhte Werkzeug, Steine, Bäume schneller aus dem Weg, sammeln Rohstoffe, Stapel, Hauptader. Geil! Oh ja, das geht doch jetzt aber. Das geht mir von der Hand, Jasmin. Ich sag dir das. Als hätte ich nie was anderes gemacht, von klein auf. Na, der hätte Ben, ey. Ja, ja, ich weiß nur, damals mit 4 Jahren, als ich das erste Mal in Stollen war, du. Damals hatte ich einen Kanarienvogel, der hieß Kiki. Der hat mich vor Gas gewarnt. Hä? Ist der Kiki? Ja.
Zertrümmel ich die Steine? Zertrümmel ich die Steine jetzt langsamer? Zertrümmel mal. Dass ich deswegen mehr rauskriege, oder? Mach ich den gleichen Schaden, kriege ich aber mehr raus. Ich glaube, das reicht erstmal. Wie viel Kohle hast du? Warte, kann ich dir gleich sagen? Für eine komische Musik gewesen. 1500 fast. 1500 fast. Mhm. Doch, dann hat Hauptader Leveln doch was gebracht. Ich bin schon bei 2,5. Bist du schon draußen? Ja, ich warte hier. Ich komme heute, Maid. Guck gerade, ob hier noch irgendwo vielleicht Kohleblock ist. Hier unten ist noch voll viel Kohle. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, ich gucke, ob hier oben vielleicht noch was ist. Jo, richtig. Wir rollen. Du rollst. Dein Auto rollt weg. Das sind zwei Takte. Da kommst du nicht lang mit dem Auto. Ja, sieh schon. Das ist ein Allradgetriebe. Okay, ich glaube, ich muss das Auto einmal einstecken. Ah, mein Auto! Oh ja, wilde Abenteuer auf dem Weg zum neuen Händler. Ja. Du hast nicht rein zufällig gerade was gehört, oder? Ich auch nicht. War das dein Auto? Nö, nö, alles gut. Wo ist der Wo bist du? Geh zum Händler, das dauert mir bei dir zu lange, ey. Ich mit deinem Auto, oder? Ach, Jasmin, bitte. Ja, das ist. Mit Auto bist du immer schneller. Nee. Ist das das Gebäude da unten, gegebenenfalls? Wir sind schon wieder im Brandgebiet hier, also sind wir im Kreis gefahren. Hä, du hast mich navigiert. Oh, ich dachte, die wäre schon tot. Meine Punkte. Halt. Honig. Wieder sammeln hier. Kein Honig. Hier ist der Händler, ja. Ja. Und hier ist Müll. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Händler ist. Nee, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Da hinten ist noch Kohle oder was ist das? Nee, das ist doch. Ist das nicht Dings? Blei? Hm. Der hat aber eine geilere Bude als der Hinterwäldler da bei uns. Mhm. Ja, richtig, oh, richtig Industrie, oh. Guck dir mal die Brücke an, du. Alter, da ist ein Wildschwein. Heidelbeerpflanze? Schade. Ich habe einen Bauplan für eine Chemiestation, die kann ich einen Händler verkaufen, wa? Oh, wo ist denn der Gute? Hier im Container oder was? Ich habe vorher noch mal eine Schmiede. Und ein bisschen Eisen. Müll? Ja gut, Müll heißt ja, der will das nicht, ne? So. Beim Händler ist ein Dicker um die Ecke.
Ja, ich habe gerade Fleisch hier im Wildschwein. Oh, geil. Okay, wo ist denn hier der Eingang überhaupt? The name's Jenny, but you can call me Dr. Jen. Jasmin? Ja. Hier ist eine Frau. Und, ja, und die heißt Jenny. Hallo, Jenny. Oh, hi. Hi. Woher weißt du, wie die heißt? Na? Hat sie gesagt? Hi, ich bin Jenny. Okay, Mais will sie nicht haben. Möchtest du eine Rüstung? Nein, auch nicht. Kein Verkaufspreis. Ah, weil es voll damaged ist, ne? Können wir... Ich kann ihr ein paar von ihren, also sie kauft ihren Müll, den ich gefunden habe. Gut, den Rest würde ich tatsächlich behalten. Denn für uns zum Arbeiten. Was hat die Gute denn an? Schwertekopf und Stahlhandschuhe. If you got the dupes, I'll make the time. Naja, ich verstehe die hier nicht. Oh, die hat aber, die hat gut an Munition und sowas, ne? Die hat auch einen Messbecher. Brauchen wir Messbecher? Ich will nicht. Hoher Diamant habe ich gefunden. Ich habe jetzt sowieso nicht so viel Geld, das musst du denn wahrscheinlich kaufen. Amazing! I hope you like your reward. Die hat viel geilere Sachen als der Dude bei uns. Spinde. Ach, du bist immer noch drin. Warum geht denn die ständig? Entschuldigung. I hope you come back and nee, die hat auf jeden sometime. Fall hat die geilere Sachen als unser Dude. Aha. Wollen wir was abholen, was Vergrabenes finden oder Zombies killen? Zombies killen, oder? Ist am dichtesten dran. Oh, this is the best way to get dukes. And for... Oh, thank goodness. I couldn't find anyone to do that job. Oh, sie konnte nicht mal jemanden für diesen Job finden. Aber ich werde es tun. Warte. Tschüss, Jenny. Bis später. Ciao. Eine nette Frau. Gehst du jetzt schon raus, oder was? Zombies klatschen. Warum war ich gerade so lang? Ah! Ja, aber ich habe keinen Damage gekriegt. Wieso kriege ich denn jetzt hier so Gruselmusik vom wegen, es kommt was Schlimmes? Weiß ich nicht. Ist hier viel los? Ich kann ja, weiß nicht, was ich hier kaufen soll. Für nix. Was anderes. Munition oder den Messbecher? Ich glaube, der war schwer zu finden, aber den brauchen wir halt aktuell nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir den später brauchen. Messbecher, mal gucken. Habe ich nicht genug Beton. Achso, dann vielleicht Munition einfach nur. Panzerbrechende Munition.
Ich hab mal die ganzen Wanderer erschossen, ne? Ja. Scheiß Naturfreunde. Ich hab Bock drauf. Achso, was hast du jetzt angenommen? Zombies beseitigen? Ja, genau. Jetzt bleibt der stehen, der Gute. So bin ich dann schon wieder überlotzelt. Das Huhn ist weg, ne? Ja. Mann, die fressen meine Pfeile. Verflixte Vegetarier. Muss mal kurz weg. Ich esse mein Holz. Ja. Das brauchen wir nicht. Wo ist denn das Hühnchen hin? Nugget. Oh, jetzt bleibt er stehen. Oh, ich bin so gut mit dem Bogen. Okay. Mit dem Essen spielt man nicht. Oh. Ach, der kloppt jetzt aber den Stein weg, ey. Noch ein bisschen Eisen. Na gut, das sieht man aber. Jo. Ja, ja, ja. Das hat er nicht kommen sehen, ne? Hier noch ein paar Eier mitnehmen. Ja, der typische Wanderer. Harzhochgebirge. Ui, ich habe keine Ausdauer mehr. Und ich bin überladen. Wie ist das denn passiert? Ist ja skurril. Nur mal ein paar Eier. Achso, wegen McNugget bin ich überladen, ne? Ist das ein Hühnchen oder ein Hase? Da ist er. Oh, schön kann ich gebraten.
Bleib stehen. Wieso schlägt denn der so eine Haken? Die Sau. Wo bist du, Roger, Roger, Roger? Oh, habt ihr gesehen, wie der sich noch freudig verabschiedet hat? Wunderbar. La 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 la. Es mangelt an Ausdauer. Mal wieder. Ich bin einfach zu fett. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Genetisch. Ja, mit Jasmin, das wird wohl noch eine Weile dauern. Wir würden uns dann morgen wiedersehen. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.